Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie versprochen, meine Handy-Apps, deswegen sieht es jetzt so gerade so aus, wie es aussieht, meine Cam, und dann links daneben das lange Feld, da werdet ihr gleich mein Handy drin sehen. Ich habe mein Handy mit dem PC verbunden. So, das ist meine App, da habe ich auch gerade ein Video gemacht. Ich habe dieses Video schon mal gemacht. Aber da hatte ich wieder Tonaussetzer und deswegen wollte ich das dann nicht nehmen. Deswegen fangen wir jetzt einfach nochmal von vorne an. So. Und wie gesagt, ich werde jetzt die Apps nicht großartig öffnen. Ich werde nur durchgehen, welche Apps ich habe. Sind alles meine Apps, die ich mir selber gekauft habe, beziehungsweise die gratis sind. Da ist jetzt nichts gesponsert. Ich habe jetzt nicht von Firma XY Geld gekriegt, dass die und die App jetzt mit bei ist oder irgendwas dergleichen, oder dass ich dieses Video überhaupt mache. Nee, da kam von euch die Anfrage, ob ich das mal zeigen kann, was ich jetzt hier mit tun will. So, fangen wir mal hier oben an. So, da haben wir Werkzeuge, da haben wir Rekorder zum Aufnehmen der Stimme, Spiegel. Die habe ich, muss ich ehrlich gestehen, die habe ich gestern erst entdeckt, die Spiegel-App. Kompass, ja, Vodafone, Downloads, E-Mail, dann hier Huawei Service-Dings hier, das ist dieses hier mit dem Herz und der Hand. Ja, das ist, muss ich jetzt weiter zustimmen, empfohlen, los geht's. Ja, das ist halt jetzt von Huawei, dieser Huawei Service zulassen, so. Und schließen. So, und dann hinten haben wir dann noch Tipps, Phone Clone, da habe ich mein Phone geklont, also mein erstes, also so wie mein erstes Handy ist, auf dieses Huawei, weil ich war ja damals bei Samsung noch, und dann SwiftKey habe ich aber als Tastatur deaktiviert, weil es mir auf den Sack geht, wenn du leicht lang kommst, dass du da immer irgendwas hast. Dann haben wir hier oben natürlich, machen wir mal so, dann seht ihr hier auch die Maus, sieht man die ja. Einstellungen, Telefonmanager kann ich euch auch zeigen, das ist das, wo halt durchgerechnet wird, und dann können wir das optimieren, dann werden dann Prozesse, die im Hintergrund laufen, abgebrochen und geschlossen, und na, da seht ihr das schon, fertig, zack, und jetzt sind wir schon bei 72%. Dann haben wir hier Themes, also Designs, das ist von Huawei direkt, da kann man ja zustimmen. Da kann man dann sich Designs runterladen oder aktivieren, aber auch nicht nur Designs, so jetzt vom Handy her, sondern also vom Äußeren, sondern auch die Icons kann man verschieden ändern. Hier seht ihr dann zum Beispiel einfach, ja, das sieht dann, wo haben wir denn hier? Irgendwo war hier halt auch Icons, da kann man auch Icon-Pakete runterladen und installieren, deswegen sieht es bei mir so kupferfarbend aus. Dann Galerie, Musik, Videos, das sind halt Videos, Musik und Bilder, die ich auf dem Handy habe. Die habe ich schon immer nebeneinander, dass ich schnell drauf zugreifen kann. Also seit dem Nokia 6, wo man das einstellen konnte, was noch mit, nicht mit Android war, sondern, also das erste, nee, nicht Nokia 6, das Nokia X. X, was vorher, was noch Original Nokia war, wo, ach, wie hieß das scheiß Betriebssystem, Symbian drauf war. So hieß das Betriebssystem. Seitdem habe ich das eigentlich immer so. Dann Wetter, Rechner, Kalender, Uhr, Taschenlampe, kennt jeder. Memo, Daten, Nachrichten und dann hier App-Galerie. Das App-Galerie ist halt von Huawei. Ein App-Manager von Huawei, so kann man sagen. Dann haben wir hier unten Google-Umfrage. Da kann man Umfragen von Google teilnehmen. Muss halt seinen Standort immer freigeben, dass die Umfragen dann auch kommen. Da kriegt man ein paar Cent für. Dann Beiträge. Ich schreibe auf Google Maps zu Orten, wo ich war. Auch Rezensionen zu meiner Werkstatt, zu Aldi, zu Lidl, zur Behörde. Da war ich im Kreisamt bei uns hier im Nachbarort in Luckenwalde und habe da auch eine Bewertung geschrieben. Haben aber nur 2 Sterne gekriegt, weil Parkplätze echt scheiße ist. Weil seit das Parkhaus jetzt Rewe gehört, muss man da jedes Mal bezahlen. Es sind kaum Parkplätze da.
Es gibt Leute, die sind da echt sehr unfreundlich. An der Anmeldung immer nicht. Da waren immer lieb und nett. Aber einige Behörden sind da echt sehr, sehr unfreundlich, wenn man da was nachfragen will. Aber es gibt auch einige, die wirklich lieb sind und nett sind. Meine Frau hatte da letztens eine Beratung, da war echt alles okay. Deswegen haben sie auch 2 Sterne gekriegt, sonst hätten sie nur einen Stern gekriegt. Oder haben sie 3 Sterne? Weiß ich nicht. So. Dann Firefox kennt jeder und Google Play kennt auch jeder. Da gibt es auch meine App. Die findet ihr auch zusätzlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch meine App runterladen von Google Play. Gibt es nur für Android. Und hier unten sind meine Standard-App. Apps, die sind immer da. Also immer Telefon, immer Kontakte, immer Chrome. Und kann ich hier durchscrollen. Seht ihr, das ist das, was sich halt nie ändert. Genau wie auf der nächsten Seite hier die Uhrzeit und die Wetter-App. Die werdet ihr sehen, dass die sich hier fortsetzt und eigentlich komplett die ganze Zeit da bleibt. Nur auf der ersten Seite nicht. Mein Homebildschirm ist dieser, das kann ich euch auch zeigen. Da ist hier das Haus hier oben aktiviert. Sieht man das da gar nicht? Ne, hier ist das Haus aktiviert. So, das ist mein Homebildschirm. Das ist aber falsch. Na, die Ordner muss ich mal verschieben. Also eigentlich war das mal ein freier Bildschirm, mein Homebildschirm, aber naja, so kann sich das ändern. So, dann habe ich hier Yamaha Musicast. Da kann ich auch mal kurz aktivieren. Da habe ich meine Yamaha Musicast Geräte. Wohnzimmer, nicht wundern, dass es rot ist. Die Steckdose ist aus. Und dann geht das halt auch nicht. Weil, wenn wir hier früh reinkommen, dann mache ich erst überall Steckdose an. Beziehungsweise Nachmittag, wenn wir irgendwas gucken. Sonst ist es aus. Hoppala, zu lange drauf gedrückt. Kann ich hier anmachen. Kann ich auch sagen, jetzt Küchenradio auf Badezimmer. Denn jetzt hört er das. Und jetzt seht ihr auch, dass das halt Küche und Badezimmer gleichzeitig ist. Jetzt kann ich auch wieder trennen. Dann sind es wieder getrennt, die Räte. Geht das Radio kurz aus und geht gleich wieder an. Achso, nee, ich habe ja hier leise gemacht. Kann man auch den Sound einstellen hier. Das war die Box aus dem Badezimmer, die ihr gehört habt. So, und dann können wir das hier auch ausmachen. Und so kann ich auch halt zum Beispiel vom Wohnzimmer, was ich auf der Soundanlage höre, also auf der Soundbar höre, was vom Fernsehen kommt, also YouTube oder Spotify oder was weiß ich oder Amazon irgendein Film, kann ich sagen, auf Küche oder auf Badezimmer wiedergeben oder auf alle Geräte. Weil wenn wir denn zum Beispiel live vom Bundestag gucken, kann ich hier putzen und ich höre trotzdem in allen Räumen, was die quatschen. Ist sehr cool gemacht. Dann habe ich hier noch Spotify drauf. Spotify habe ich nur drauf, um mit Fire TV zu verbinden, weil ab und zu sagt er, ich soll mich authentifizieren. Mann, was ist mir immer heute los? Und dann mache ich das halt über Handy, über Spotify. So einfach ist das. Aber auf dem Handy nutze ich es eigentlich gar nicht. Dann haben wir hier zweimal Devolo, MyDevolo. Da ist jetzt neu dazu gekommen, das Devolo Home Control. Wenn ich das anklicke, Wohnung. So, dann komme ich halt in diese andere App rein. So, da kann ich euch auch nochmal zeigen. Das ist halt app-übergreifend. So, das ist praktisch die App, wo wir jetzt drinnen waren. Die ist eigentlich nur für mein DLAN und Livecams. Livecams habe ich gar keine angeschlossen. Und da ist es so, ihr werdet jetzt hier nur 3 Geräte sehen. Fritzbox ist logischerweise, habe ich so benannt, weil es an der Fritzbox dran ist. Das ist das Hauptgerät. Von der Fritzbox geht das Internet dort in diesen Kasten und dann in die Steckdosen. Dann habe ich mein Home Control, das ist im Flur. Da laufen dann alle Home-Control-Sachen, der Heizungssensor, Türsensor, Alarmanlage, alles läuft da zusammen und Steckdosen, also die für ein Kinderzimmer, dass ich die separat an- und ausschalten kann und Fernbedienung und kommen wir gleich dazu. Und da habe ich dann auch unten dann nochmal so ein Ding, da könnte ich dann auch nochmal Internet abzapfen. Deswegen wird das hier aufgetaucht, angezeigt. Wohnzimmer-PC, das ist praktisch die Steckdose von Devolo, die hier drunter ist. Da diese Steckdose aus ist, wird die da hinten nicht angezeigt. Genauso wenig wie die im Schlafzimmer, weil da ist auch die Steckdose aus. Sonst wären da noch ein paar Geräte mehr. So, und wenn ich jetzt hier drauf klicke, seht ihr, da kommt genau das gleiche wieder. Dann haben wir hier den Fernsehsensor.
ist geöffnet. Das ist halt, weil die Tür offen ist. Wenn ich die schließen würde, würde stehen geschlossen. Also geöffnet. Hier steht so ja der Datum 14.07. Also gestern 21:37 Uhr. Das war nämlich die ganze Zeit zu und da hatten wir den Lüfter hier an, weil es draußen einfach zu warm war. Und gegen 21:37 Uhr, wie da steht, habe ich es dann erst aufgemacht und jetzt haben wir den 15. um 15:06 Uhr und es ist immer noch auf. Also es bleibt jetzt die ganze Zeit auf, bis jetzt in einer halben Stunde wird es dann Zeit, dass wir es langsam zumachen, weil jetzt zieht die Sonne immer weiter rum. Noch ist es so, also knallt nicht direkt auf den Balkon, aber gleich knallt sie direkt drauf, da müssen wir zumachen. Aber heute ist Sonne auch nicht so extrem, oder Schatzi? So, dann haben wir den Raumsensor. Der ist da auf der Couch. Den kann man an der Wand anmachen. Bin ich aber nicht, ehrlich gesagt nicht so der Freund von. Ich habe das lieber auf der Couch stehen, dass ich mal schnell gucken kann, weil ich meistens auf der Couch bin. So muss ich immer aufstehen und an eine Steckdose oder an der Wand gucken, wo ich es habe. Und so kann ich dann auch sagen, was weiß ich, stell es mir auf den Esstisch oder so. Muss ich ehrlich sagen, finde ich geiler. Aber eigentlich ist es zum an die Wand bauen gedacht. Dann Heizung, das ist die da. Heizung Kinderzimmer ist batterieleer. Da muss ich Batterie nachfüllen. Kann man hier auch sehen, wie die Batterie ist? Ja, ihr seht da auch, die Batterie ist jetzt schon hier etwa halb voll, also halb leer. Jetzt zeigt er gerade das Offline. Ja, das war mal halb voll und jetzt ist er halt komplett leer. So, dann haben wir hier die Steckdosenleiste Kinderzimmer. Da kann ich dann halt sehen, die Leistung, wie viel jetzt da gerade das vom Schreibtisch. Und da kann man dann auch die Uhrzeit einsehen und so was alles. Und dann fehlt noch eine Steckdosenleiste, die ist gerade abgemacht, weil ich die neu einstellen wollte. Der Wassersensor kann man hier eingucken. Den Fernbedienung, da ist auch die Batterie leer. Und dann kann man hier die ganzen Geräte dann halt gucken. Hier, die ist gerade offline. Das ist die von der PlayStation, also Kinderzimmer TV. Die hat da nämlich ein paar Aussetzer und ich habe aber, das kann sein, weil das Home Control gerade von der Steckdose ab war, weil ich gesaugt habe. So, da bin ich noch am gucken. Dann haben wir hier Google Übersetzer, kennt jeder. PayPal kennt eigentlich auch jeder. Kamera, immer schnell Zugriff. Dann meine Mailprogramme, das ist einmal 1 und 1 Mail, Google Mail und Outlook, beziehungsweise ich habe Hotmail-Adresse. So, dann haben wir die nächstwichtigen Apps. YouTube Studio, YouTube Studio kann ich halt so alles Mögliche überprüfen, kann auch nochmal im Video den Titel ändern oder was weiß ich. Dann meine App, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Smart Control, das ist für meine App, dass ich da halt Umfragen machen kann und andere Sachen drin machen kann. Ich kann jetzt über meine App selber nur posten oder was schreiben oder so. Und hier über diese kann ich in die App direkt umfragen oder was weiß ich oder auch das Design ändern und die Buttons ändern und alles Mögliche. So, dann haben wir Google Messenger. Facebook Messenger meine ich, kennt ja jeder und den Seitenmanager. Facebook direkt habe ich nicht drauf. Facebook geht mir auf den Sack auf dem Handy. Wenn ich Facebook auf dem Handy nutzen will, gehe ich über den Browser. Und dann muss ich mich auch mal jedes Mal abmelden, weil sonst kriegst du ständig Nachrichten hier, diese, jenes, was weiß ich alles. Nervt mich. Instagram, da findet er mich eigentlich übrigens unter Odin-Ase. Da bin ich eigentlich auch. Da ist mein Profil. Da seht ihr, wen ich so abonniert habe. Da sehe ich auch, dass mich jetzt einer neu abonniert hat. So, da ist mein Profil, da findet er mich halt unter Odin-Ase. Das ist mein, da seht ihr. Aber hier steht halt Odin Zest, Künstler. Ich habe mal meine Facebook-Seite mit Instagram verbunden. Das konnte man mal machen und deswegen sieht das hier so ein bisschen anders aus. Ja, und dann seht ihr so ein bisschen, was ich gepostet habe. So. Wieso habe ich denn da jetzt so einen grünen Strich drum? Keine Ahnung, was das war. So, Twitter kennt auch jeder, da findet er mich unter Odins Test und unter Odin. Odins Test bin ich aber meistens online. Trima habe ich, ist ein Messenger, den habe ich eigentlich nur wegen Dagon. Da habe ich nur Kontakt zu Dagon. Discord ist aber irgendwie, habe ich vorhin schon beim ersten Mal, muss ich mich einloggen. Warum, weshalb, ich habe keine Ahnung. Ich hatte eigentlich online.
So, denn Vivo ist irgendwie so ein Zusammenschluss, also ist wie so ein Zusammenschluss aus Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Also man kann Bilder posten, Videos posten, Nachrichten schreiben, kommentieren und Freunde abonnieren und Links posten und was weiß ich alles. Da bin ich gerade am Anfreunden mit. Dann Richiro, das ist für Influencer, wo ich bei mich nicht als Influencer zähle, ich bin einfach nur ich, aber da kann man dann so Giveaways mitmachen. Also zum Beispiel bei der Brandnose Box habe ich geschrieben, kann man sich dann bewerben, sagt, ja, ich möchte ja ein Video darüber machen. Und dann sagen die, ja, okay, wir schicken dir so ein Ding zu. Und dann haben sie mir das Ding zugeschickt und ich habe ein Video darüber gemacht. Aber es ist kein Geld geflossen. Aber es gibt auch einen Bereich da drin, wo Geld fließt, aber da sagen sie immer, wenn ich zum Beispiel Duschschaum beantragen würde oder so, du hast zu wenig Abonnenten. Oder so, ja. Dann kommen wir hierzu. Das muss hier alles noch weg. Das muss ich alles noch verschieben, die Ordner. Können wir ja gleich mal machen. Das geht ganz leicht. Obwohl, nee, die lasse ich hier. PlayStation. Nee, die habe ich ja mit Absicht hier. Das sind die, wo ich immer schnell zugreifen will. Also da habe ich einmal hier halt Amazon, das hier, das ist Amazon Underground. Das war früher nicht direkt über ein Google Play zu kriegen, das war über das Internet. Also ist man auf amazon.underground.de gegangen und dann konnte man sich das installieren. Das ist hier die ganz normale Amazon-App. Die machen wir mal nach oben, so. Ich habe da das ein bisschen übersichtlicher. Die kriegt ihr bei Google Play. Die hier und die halt über das Web und da kann man auch bei Amazon einkaufen und Apps beziehen. Und jetzt vor einem Jahr oder so haben sie dann halt noch diese hier dazu gepackt, den Amazon App Store. Wenn ihr diese hier habt, könnt ihr das dann, sagt er dann, ist eine Aktualisierung da und dann könnt ihr euch das runterladen oder installieren und dann könnt ihr dann direkt Apps von Amazon runterladen oder kaufen. Dann haben wir hier noch die Alexa App. Da kann ich dann meine Skills verwalten. Dann habe ich natürlich Deutschlandcard und Netto-App. Netto-App ist halt, da sehe ich halt, was bei Netto gerade im Angebot ist. Und Deutschlandcard, weil ich habe eine Deutschlandcard und wegen Punkte. Dann hier unten Spock. Ja, mit den weißen Kreisen, das nervt mich echt bei dem neuen. Da muss ich mal gucken, ob ich die Icons nochmal irgendwie anders machen kann. Und dann Otto. Otto ist was zum Shoppen. eBay kennt er auch. Und Spock ist halt An- und Verkauf, kann man sagen. Ja, kann man Sachen drinstellen. Also zum Verkaufen und auch Sachen von anderen Leuten kaufen. Denn eBay Kleinanzeigen kennt eigentlich auch jeder. Dann die PlayStation App kennt natürlich eigentlich auch fast jeder, der eine PlayStation hat. PlayStation Messenger App, die habe ich aber deaktiviert. Und hier unten ist der Splitscreen und hier ist Battlefield. Hier oben die. Da habe ich dann in Battlefield praktisch mein Logo, also das Wappen mit dem Totenkopf. Was, wenn wir Battlefield gespielt haben, was wir da hatten, wir haben ja, ich habe ja da so ein. Achso, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, mich anzumelden. Warum muss ich mich überall anmelden? Ich war eigentlich da. So, dann haben wir hier. Die zwei Sachen sind hier von Instagram. Immer für Bilderrahmen, wenn man mehrere Bilder an eben posten will. Und hier, keine Ahnung, habe ich noch nicht genutzt. Ich habe sie mir erstmal nur runtergeladen. Und Viber und Viper und Telegram sind Messenger-Apps, so wie WhatsApp und Threema. Die sind aber hier hinterher gerutscht, weil nutze ich kaum und. Ja, deswegen. Hier ist mein Ton. Machen wir mal aus. So. Also das hier. Das ist, was ihr auch dann am Ende vom Video, am Abspann hören könnt, wenn ich da dann noch irgendwelche Videos verlinke und Kanäle und so. Da kommt das Lied dann auch. Und das habe ich halt drauf, weil ich es cool finde und wenn ich mal jemanden das vorspielen will. Diese drei Sachen hier unten, die sind neu. Die sind dafür da, dass ich euch den Bildschirm, so wie ich es jetzt mache, auf dem PC zeigen kann. Und dazu habe ich auch die passende App auf dem Handy. Das ist ja diese hier. Und das ist mit, wird mit installiert. Und auf dem PC habe ich dann auch das installiert. Die beiden Apps sind hier von Abonnenten mir empfohlen worden. Ich weiß jetzt leider auch echt die Namen nicht mehr. Ich bin da ein bisschen verplant momentan. Upflix ist. Da seid ihr immer auf dem Laufenden, was bei Netflix neu kommt und wann es diesen Monat neu kommt. Das kann ich euch auch gerne mal demonstrieren. Also die App kann ich euch echt nur empfehlen. Natürlich kann ich euch meine persönliche App, also meine Odins Test-App, auch nur empfehlen, weil die toll ist. So, und hier seht ihr iZombie,
Werbung ist halt mit bei. Bei mir halt Yakuza, weil ich da in Teltow im Yakuza-Laden war. Seitdem wird mir die Werbung hier überall angezeigt. Weil Google wastet ja. So, Stirb langsam kommt. Suicide Squad kommt. Stirb langsam 4, Stirb langsam 2, Stirb langsam. The Fall. Und das steht dann halt auch mal das Datum, wann es denn veröffentlicht wird. Fangen wir mal oben an. Hier 14.07. Und da kommt dann das alles. Kommt aber viel. Und 13.07. sind wir denn schon. Das war ja schon. Da kommt das alles. Rio 2 kam auch, hat ja nicht mitgekriegt. Ich kann euch auch gleich mal zeigen, was Frauchen und ich jetzt geguckt hatten, wenn ich da hinkomme. Da. Anne Wesen-I. Season 2. Das haben wir geguckt. Und da sind wir auch komplett fertig mit gucken. Habe ich auch in meinem Filme- und Serienvideo gesagt, das kommt irgendwann hier hinter, das kommt danach veröffentlicht. Das ist so eine Art Diät-App, wo man halt wegen Kalorien oder irgendwas gucken kann. Hat mir auch ein Abonnent empfohlen. Ich hatte sie einmal und gestartet und dann, aber ich habe mit der Diät jetzt momentan mal ruhig. Und es ist halt schwer, da Kalorien zu zählen und habe mich da noch nicht durchgezwungen, da irgendwie weiterzumachen. Aber es geht weiter. Ich muss. So, dann kommen wir dahin. Das ist halt hier oben. McDonald's kennt jeder. Marco halt von meiner Frau. Da kann man Prospekte sehen. Und dann gibt es da, wie heißen die? Giveaways? Nee. Bei Marco. Marco Cashback. Cashback heißt das. Und dann kann man halt die Sachen, die man im Cashback kauft, den Coupon dahin schicken oder fotografieren und dahin schicken, kriegt man die Geld wieder irgendwie. So. Und McDonald's halt wegen Tochter oder wenn wir unterwegs sind, da sind wir alle 3, 4, 5 Monate, manchmal ein Jahr lang nicht bei McDonald's. Und aber ich hab's da halt da wegen den Coupons. Dann kriegt man auch manchmal Coupons. Und bei Monopoly waren wir da und da musste ich dann mir die App runterladen, wegen die Coupons einlösen, die ich dann gekriegt hatte, wegen Softdrink, Eis und was weiß ich. So, wo waren wir stehen geblieben? Das Mü, das ist von Beyer Dynamics, von dem Bluetooth-Kopfhörer, wo man dann halt testen konnte, wie Verbindung ist, links, rechts, Hörtest machen konnte und so, und dass das alles vernünftig miteinander verbunden ist. Ordner 7, da sind die ganzen Playlink-Spiele, außer It's Quiz Time. It's Quiz Time ist nicht so direkt ein Playlink-Spiel, obwohl man das auch auf dem Handy hat. Aber zählt wohl nicht offiziell dazu. Ja, hin und her habe ich mit Frauchen durchgespielt. Da werden wir auch noch weiterspielen. Definitiv, wenn sie denn mehr schwanger ist, als sie jetzt schon schwanger ist. Weil sie nicht mehr so der Playstation-Freund ist. Aber wenn sie dann nicht mehr bewegen kann, dann muss sie ja irgendwas machen. Und dann kann ich euch auch nur empfehlen, es macht die Playlink-Spiele machen megamäßig Spaß. Und It's Quiz Time werden wir auch bald wieder spielen. Das sind die Spiele, die ich auf dem Handy habe, die ich auch spiele. Fangen wir hier an. Das ist von Simons Kettenspiel. Die sind eigentlich alle drei so fast identisch. Immer drei gleiche finden. Ja? Und hier kommt man dann bei Simons Cat im Level weiter. Da sieht man so im Hintergrund so einen Garten und da kommt man dann weiter. Hier ist es dann halt einfach nur so. Und hier kriegt man dann Sterne und kann dadurch irgendwie einen neuen Fernseher kaufen, eine Treppe und kann da irgendwie so ein Haus modernisieren. Also, aber ist ziemlich schwer. Mobile Legend wurde mir von einer Kumpelin empfohlen. Habe ich selber noch nur einmal angehabt. Muss ich nochmal reingucken. Puh, das ist so ein kleines Puh-Ding. Also, Puh heißt Kacke, wa? Ja, das ist ein Scheißerhaufen. Kackhaufen, sieht aber aus wie ein brauner Reisknödel. Und kann ich euch ja mal zeigen. Den kann man dann wie so ein Tamagotchi pflegen und hier zum Beispiel beispielen. So. Oder hier Spiele hat man dann zur Auswahl, kriegt man Geld und mit dem Geld kann man dann Essen kaufen und so für ihn.
So, dann habe ich Aginator und Aginator VIP. VIP habe ich bei Amazon gekauft, weil beim Aginator und beim normalen hat mich die Werbung angekotzt. Und wenn man das spielt, kann man mich finden. Das hat mir nämlich ein Abonnent gesagt und dann habe ich sie getestet ein paar Mal und irgendwann war es dann soweit und habe mich selber auch gefunden. Mit meinem alten Logo noch. Ich weiß nicht, wer es reingemacht hat, aber man findet mich. So. Also wenn ihr das mal spielen wollt, das wie gesagt ist gratis und ihr findet mich, könnt ihr ja einen Screenshot davon machen und das bei Instagram teilen und mich verlinken. Das würde mich interessieren, weil wenn ihr dann sagt hier oder taggen oder so, man kann ja Odin Ase dann drauf markieren oder so, das würde mich mal interessieren. So, wo waren wir stehen geblieben? Also hier, die habe ich mir mal runterladen, aber das, da habe ich mich angemeldet, da kriege ich irgendwie E-Mails, habe ich aber noch nicht geschafft, da was zu machen. Da soll man wohl Geld kriegen, kann man irgendwelche Umfragen mitmachen. Das habe ich noch gar nicht getestet. Hier habe ich mich angemeldet und aber noch nicht weiter geschafft, drin zu gucken. Da kann man auch irgendwie, soll man bei dem einen sollte ich Fotos machen von irgendwelchen Regalen und keine Ahnung. Aber habe ich noch nicht getestet. Dann natürlich Tankstellenvergleich, also wo die billigste Tankstelle ist. Das ist immer ganz wichtig, weil momentan 1,50 bei uns, das ist einfach heftig. Und dann kann man gucken, Mensch, ich fahre doch mit Schatzi und Tochter noch da und dahin und da liegt die und die Tankstelle auf dem Weg. Also bis 25, also bei meiner App hier, die ich am meisten benutze, die blaue hier. Da geht es bis 25 Kilometer Entfernung. Und dann kann ich gucken, ach, das liegt ja auf dem Weg. Bis dahin komme ich noch mit dem Tank, fahren wir dahin tanken, da sind es 5 Cent billiger oder so. So, dann haben wir hier die ganz normalen Google-App. Google kennt er, Google Maps kennt er, Google Drive ist halt der Cloud-Speicher, Google Musik, also Play Musik, Google Play Spiele, also Play Spiele, dann Fotos, Google Plus kennt auch jeder, Hangout kennt auch jeder und das ist hier, ja, da kann man dann bei bestimmten Webseiten sagen, ey, ich authentifiziere mich mit Google, dann kann man dann hier raufdrücken und dann kriegt man irgendwelche Codes und dann, ja, kann man dann das wegpixeln gleich. Wenn ich es bearbeite, dann kann ich mich damit authentifizieren. Das ist irgendwie mit meiner E-Mail-Adresse, mit meinem Google-Konto, mit einer anderen E-Mail-Adresse. Ist irgendwie, keine Ahnung. Es läuft jedenfalls. So, und hier hinten habe ich noch Play Filme. Duo ist halt wie FaceTime bei iPhone. Da kann man Videotelefonie machen sozusagen. Und Wetter. Dann haben wir hier dann noch für Fire TV ist die App hier, da kann man dann Fire TV steuern, Remote Play, die Apps auch direkt starten und das ist direkt vom Fire TV Remote Play, ist jetzt blau geworden, war früher mal so wie hier schwarz-lila. Dann haben wir hier noch App to Fire, mit App to Fire kann ich Apps vom Handy aufs Fire TV installieren und dann noch so eine andere Remote Play, was ich aber jetzt nicht weiß, für was die war. Dann Vodafone-Ordner. Vodafone-Adressbuch wurde von meinem alten Handy mit übernommen. Gibt es jetzt so nicht mehr. Da sind meine Adressen drin. Da kann man aber, also Telefonnummer und Kontakte kann man noch aktualisieren, aber die Server werden demnächst abgeschalten. MyVodafone, das ist halt so ein Webbrowser von Vodafone, den nutzt keiner, glaube ich. Also ich nicht, ich habe noch nie genutzt. Dann Vodafone Start und MyVodafone. Da, wo ich dann halt sehen kann, wie viel Datenvolumen ich verbraucht habe und was weiß ich. Dann haben wir 1&1 Control Center. Da kann ich dann halt meinen Vertrag von 1&1 ändern, beziehungsweise was dazu buchen oder was weiß ich und E-Mail checken und die 1&1 auf mein Kundenkonto mir geschickt hat oder was weiß ich. SmartViv ist eine Fernbedienung für meinen Fernseher, also kann ich mein Handy als ja, Remote Play benutzen, aber auch gleichzeitig kann ich, na gut, der wird den Fernseher jetzt nicht finden, schade, kann ich über die App Filme, Bilder und Musik, was ich auf dem Handy habe, auf dem Fernseher wiedergeben. Funktioniert ganz gut. Dropbox ist total scheiße geworden. Ich habe da noch ein paar Sachen drauf, die ich mir ab und zu mal wieder runterhole aufs Handy, aber nutze ich nicht mehr so. Weil früher war Dropbox so, wenn ich ein Foto gemacht habe, wurde zu Dropbox geschickt. Und dann konnte man Leute werben, ich habe Leute geworben, ich habe Speicher gekriegt, alle drum und dran. Aber wenn man jetzt Dropbox mit Kamera synchronisieren will, muss man Geld bezahlen. 9 Euro oder so. Ich habe, wie viel habe ich? Ich habe 25 Gigabyte so ja bei Dropbox.
25,1 Gigabyte. Also das war eigentlich immer ganz gut. Da kann man sehen, ich habe 22,5% von 25,1 Gigabyte belegt. Und dann kann man hier dann halt alles sehen. Und das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Weil wenn ich jetzt sage, ja, Konto-Upgrade durchführen, da könnt ihr das dann jetzt hier sehen. Dropbox Plus, damit sind alle bla bla bla. Automatisches Backup ihrer Fotos und Videos. Was vorher auch mit der Free-Version möglich war, geht jetzt nicht mehr. Dann habe ich zwar 1 Terabyte zur Verfügung, aber brauche ich jetzt so, ich sag nicht. Und ja, das muss man mit Geld bezahlen. Ich will das aber jetzt nicht testen. Ich weiß aber auch nicht, wie viel das kostet. Da habe ich halt noch meine Tor-App drauf und so ein paar Daten gesichert und Fotos gesichert. 25 GB, deswegen habe ich es halt immer noch drauf, weil 25 GB, da kann man immer mal schnell was sichern, wo ich jetzt nicht jedes Mal drauf zugreifen muss. Ja, deswegen habe ich das halt noch. Dann OneDrive, das habe ich jetzt mit meiner Kamera verknüpft. Wenn ich ein Foto mache, geht das automatisch zu OneDrive, habe OneDrive auch auf dem PC und dann kann ich einfach sagen, mach mal, und dann kann ich die verschieben in die richtigen Ordner, also die Katzenbilder in den Katzenordner, wenn ich von meiner Tochter was gemacht habe, in den Tochterordner und so weiter und so weiter. Und das ist auch noch so eine Remote-App. Da habe ich mit meinem Fernseher und mein Handy mit dem Fernseher gekoppelt, hier mit dieser App. Also nicht nur mit dieser, sondern auch mit dieser. Und dadurch kann ich mit Alexa auf diese App auch zugreifen und kann sagen, Fernseher an oder Fernseher aus. Und dann macht Alexa den Fernseher an oder aus. Ja. So, ja, und dann fangen wir wieder vorne an. Das war dann auch soweit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich lasst mir einen Daumen oben da. Vergesst nicht, die Bimmelglocke zu aktivieren. Das waren jetzt alle meine Apps. Also ich habe da keine Apps dazu gemacht, die nicht dazu gehören. Also alles so, wie es ist, nutze ich regelmäßig oder teilweise regelmäßig. Ich wurde von euch gebeten, das Video zu machen. Ich habe es jetzt gemacht. Wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Einfach Kommentar schreiben, ich werde dann antworten. Das soll es jetzt aber hier zu diesem Video jetzt auch mal erstmal gewesen sein. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, Bimmelglocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.